Ich werde mich nicht anders anzugeben. Ich sagte dir heute, es geht einschüchtern. Ich mache das eben auf meine Art. Ja, aber du hast keinen Erfolg damit, wenn es wenigstens einen Sinn gehabt hätte. Aber plötzlich haben wir eine Witwe McBain. Das ist doch das übliche Geschäftsrisiko. Bei dir geht doch auch nicht immer alles glatt. Ich bring das wieder in Ordnung. Das hält mich alles nur auf. Was weißt du genau? Die sprechen muss. Fertig werden, bevor es mit mir zu Ende. Ich muss diesen herrlichen, lauen Pazifik erreichen. Mit meiner Eisenbahn. Ich kann mich noch genau erinnern, wie du angefangen hast, Mr. Morton. Ich war ja dabei, das hast du doch hoffentlich nicht vergessen. Tja, und das, was hast du damals gesagt? Wenn Schwierigkeiten auftreten, werden sie beseitigt, nicht wahr? Na, dann mal. Das haben wir ja dann auch getan. Sonst wärst du noch nicht so weit. Dieser verdammte Knochenart, Tuberkulose. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Das stimmt. Viel Zeit bleibt dir wirklich nicht mehr. Als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, hast du nur ein bisschen gehinkt. Auch eigentlich nicht mal gehinkt, nur so ein klein wenig den Fuß nachgezogen. Und jetzt verfolgst du langsam. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Ein Mann mit Jacke hätte sich längst eine Kugel in den Kopf geschossen. Warum soll ich das? Vielleicht ist es dir sehr gelegen, Kim. Du handelst mir in letzter Zeit zu eigenmächtig, Frank. Vergiss nicht, noch bin ich der Boss hier. Und mit welchen Mitteln ich mein Ziel erreiche, entscheide ich. Aber ich tue das erst noch, um dir dabei zu helfen, das weißt du. Ich finde, du solltest dankbar dafür sein, dass jemand da ist und für dich handelt. Als dein Freund. Als mein Freund. Oder vielleicht als mein Partner. Was ist das für ein Gefühl, hinter meinem Schreibtisch zu sitzen? Das kann man nicht so einfach erklären. Hier kommen mir viele neue, wunderbare Ideen. Ja, ich habe was von dir gehört. Ich denke jetzt an größere Geschäfte. Das macht mir sogar viel Freude. Zum Beispiel in der McBain-Geschichte. Da habe ich eine gute Idee. Sag dir mal, junger Freund. Aber du musst dich nicht um Dinge kümmern, von denen du nichts verstehst. Du wirst es nie schaffen, so zu werden wie ich. Und warum? Warum? Weil dazu mehr gehört, als nur mit einem Revolver. Einfach hier. Auf Wiedersehen, Jorlins. Du willst an der Stadt.
ich brauche dich nicht mehr. Ich werde ein Haus auf dem Land haben und Kinder groß. Und nur noch für sie da sein. Für sie und für meinen Mann.